Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Elex. Der Robert hat gesagt, er kann nicht gucken, weil er selber zockt. Das heißt, ich habe keinen Zuschauer mehr. Ich hoffe, es guckt jetzt irgendjemand anders. Ja, wir sind jetzt erstmal hier in der Hauptstadt der Berserker angekommen. Ach, das ist cool, das finde ich geil. So, Hauptstadt der Berserker und werden uns das jetzt mal anschauen. Ich habe leider die ganzen Namen noch nicht so richtig drauf. Aber das lerne ich noch, denke ich. So. Man sollte... Oh, abgeschlossen. Goliath betreten. Ja, ich bin jetzt schon in Goliath. Bin dann noch gar nicht durchs Tor gegangen. Aber. So. Okay. Ja. Schauen wir mal. Guten Tag. Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Die Nebelkrähen. Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass klingt du nach einem Plan. Erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Ah. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt Ragnar. Sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar. Er ist der oberste Warlord hier in Goliath. Und von oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht okay. Hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Oh je. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich genau richtig.
Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Werd's mir merken. So wollte ich das hören. So ist das. Jetzt wollte ich nämlich mal was nachschauen. Wir haben ja hier das letzte Mal die Waffe eines Klerikers. Unverkäuflich. Schaden. Was ist das? Ein Setzerbogen. Was ist ein Setzer? Das muss ich mal rausfinden. Geschicklichkeit. Und hier brauche ich... hier, das hat voraus... 50 Geschicklichkeit. Ohoho, okay. Ich dachte ja, eigentlich könnte ich das Ding nehmen, aber... also, wir dürfen ins untere Viertel. An was erinnert mich das denn eigentlich alles immer so? Weiß auch nicht. Irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Oh, eine Frau. Sogar zwei Frauen. Hallo, eine Setzerin. Wir reden später. Och, Mädels. Ach, guck mal, die sind ganz schön klein. Guck mal. Uiuiui, ich bin viel größer als du, Baby. Und wie er dann so grimmig runterguckt. Moment. Ich muss mal was gucken. Ich muss mal nachschauen, ob, wie, wo, was, wann, wer. Ob das hier eher wie so in Gothic ist oder ob das hier eher wie so Neues. Nee, also was draußen. Steckt ja nichts ein. Ah, das steht verboten dran. Sehr cool. Noch eine Frau. Das ist ja cool. Hier gibt es ja ganz viele Frauen. Mhm. Nicht so wie in Gothic, wo nur die Chefs die Weiber kriegen. Hier fällt vielleicht auch für mich was ab. Eine mächtige Mana-Pflanze. So, dann schauen wir mal. Ich habe übrigens auch noch nicht so richtig für mich klargezogen, wo ich mich anschließen möchte. Mal schauen, das werden wir mal erstmal alle Lager uns angucken. Und es ist alles entspannt. Also ich weiß, viele werden jetzt wieder rumkotzen. Aber ich will hier schon so viel wie möglich gleich mit rausnehmen aus der Geschichte. Und werde trotzdem, glaube ich, viel verpassen. Aber ich möchte gerne so viel als möglich erstmal entdecken, erledigen, angucken. Also wir werden uns jetzt nicht hier direkt in die Story schmeißen. Geil, das sowas hätte ich gern. Eine Jägerhose. Jägerhose klingt gut. Achso, X ist ja alles nehmen. Jägerhose, zeig mal her. Ah, ist sie besser. Ist sie besser, die Jägerhose. Sehe ich auch schick aus. Ah, diese blauen Blumen, die verarschen mich die ganze Zeit. Und wir halten fest, oh, der Heiltrank ist verboten, das Elixier ist auch verboten. Dabei ist doch hier gerade gar niemand, aber die... Hey, du, oh. Bist du der Ersatz? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Gibt's noch was? Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Mhm. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Ja. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Mhm. Alles klar? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Hm. Am Eingang steht doch eine Wache. Ja genau, eine Wache. Aber sonst stehen dort zwei. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts.
Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Kaldrim. Persönlichkeit 2. Ich denke darüber nach. Okay. Mach, wie du willst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Er wird sich das merken. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Okay, so. Jetzt gucke ich mir das hier alles mal an. Aha. Hier züchten sie Weltenherzen. Also es sieht auf jeden Fall total geil aus, aber es sieht eben auch sehr nach Gothic aus hier. Nur, dass ich mit einer Eisenstange durch die Gegend latsche. Alter, gucke dir das an. Ja, ich werde mich jetzt erstmal nur so ein bisschen, ja, einfach wieder wie immer durch die Gegend schlagen, mit allen Leuten reden und dann werden wir mal schauen, was da so rauskommt und was wir dann auch so an Quests bekommen. Mal schauen, da hinten sind auf jeden Fall noch Leute. Oh. Ah. Die gehen aber auch alle direkt auf mich. Guck dir das an. Aha. Okay. Wir haben hier eine Autospeicherung. Oh je, oh je, oh je. Super. Das läuft ja hier bei uns. Okay. Das hat er gut gespeichert. Alles klar. Also wir haben jetzt ein Problem. Ein Zerbrot. Okay, ja, ja. So, jetzt habe ich hier das Problem. Das Kämpfen ist einfach echt noch nicht so richtig gelungen. Ich ziehe mir schon mal hier so einen Heiltrank rein. Und dann schauen wir nochmal nach, wie wir das hier auf die Reihe kriegen können. Es bräuchte mal so eine Schnellspeichertaste. So. Ich kümmere mich darum. Na komm her, mein Freund. Das war gut. Weg mit dem Teil. Räudiges Vieh! Ey, warum? Jetzt habe ich den im Fokus, das ist ja bekloppt. Oh, das gab jede Menge Erfahrungspunkte. Und warum haben diese Wühler Schrott? Sind die aus Metall? Guck mal, die sehen doch gar nicht metallisch aus.
diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. So sieht's aus. Ich sehe hier kein Mana. Guck dich doch um. Unsere Setzlinge sind voll davon. Unser Mana ist ungewandeltes Elex. Mutanten ernähren sich von Elex, also versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Allerdings macht sie das schwach. Umso besser für mich und meine Waffe. Ja, eine Waffe hätte ich auch gerne. Ich bin übrigens Ulrich vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Ich hätte gern auch eine Waffe, bitte. Irgendwas Blastermäßiges wäre geil. Oder Raketenwerfer oder irgendwas in der Richtung. Okay, die Eisenader kann ich jetzt nicht irgendwie nutzen. Hier kann ich Eisenerz einsammeln. Ich brauche eine Spitzhacke. Siehst du? Bergbau. Das ist auch spannend. Also es ist schon... Es fühlt sich seltsam an, muss ich mal festhalten. Also es fühlt sich tatsächlich ein wenig eigenartig an, dieses Spiel zu spielen. Und das Kampfsystem ist bis jetzt noch nicht für mich so richtig funktionabel. Aber das kommt noch. So, diese Öllampe ist verboten. Da steht ein Bett im Kornfeld. Ich habe keine Zeit. Er hat auch keine Zeit. Nehmt euch doch die Zeit. Ich bin doch ein netter Zeitgenosse. Mit mir kann man doch reden. Ein Setzerbrot, ein Übersetzerbrot. Und eine große Heilpflanze. Sehr gut. So. Schnick die Schnack. Schnack die Schnuck. Ach, es ist schon alles witzig. So. Ja, das Schlimme ist, ich weiß schon, irgendwann kommt dann wieder der Moment, wo man sich dann hier wieder wie zu Hause fühlt, wo dann einfach so der Moment ist, wo man alles kennt und wo man dann wie nach Hause kommt. Ich hoffe zumindest, dass es genau das gibt. Wenn es das nicht gibt, wäre ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Wir schauen mal. Hier ist ein Wolfskraut und ein Apfel. Lecker, lecker Apfel. Ein Apfelmittel. So. Und da sind sie wieder, die unvermeidlichen Pilze. Jetzt ist die Frage, gibt es ja auch Mana, wenn man viele Pilze isst. Seelenkraut. Alter, hier gibt es wieder 180 verschiedene Kräuter und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also, wir halten fest, rein optisch ist das hier schon ziemlich cool. Rein optisch ist das schon ein Knaller. So, du bist doch auch was zum Einsammeln, oder? Eine Heilpflanze. So, da unten sind wir reingekommen. Okay, müssen wir erstmal ein bisschen... Das ist auch ein schönes Haus da oben. Guck dir das an. Muss mich erstmal ein bisschen zurechtfuchsen hier. Hier, Elexit. Und ein Mana. Pures Mana. Ja, das ist halt die Frage, was mache ich damit? Ich mag mir jetzt noch nichts. Vor allem, wo ist es? Moment, wir gucken mal. Wir haben hier Magnesiumfackeln. Hier haben wir pures Mana. Reines Elex macht Resistenz. Frost braucht kein Mensch. Regenerationsdauer, Gesundheit. Plus 20. Mana-Tränke oder direkt konsumieren. Elektroschrott, Lebewand, Metallschrott, Eisenerz. Tja, und dann haben wir hier Refugium der Separatisten, gestohlene Gerätschaften, Krieger der Berserker. Aha, die zweite Wache. Okay, ja. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier kann man sich auch die Quests so ein bisschen anzeigen lassen. Die Frage ist, will ich das? Das weiß ich gerade nämlich tatsächlich nicht. Ah, guck mal hier. Hühner. Klingt zumindest wie Hühner. Ist aber Federvieh. So. Hallo, ihr Federviecher. Ne, den Besen könnt ihr behalten. So. Alles voller Setzer hier. Krieger. Setzer.
Wache. Das ist schön, dass das wenigstens so geblieben ist. Es brauchte man eine ganze Weile, bis man sich so an diese Dunkelheit gewöhnt hat. Okay, hier gibt es ein Bett. Boah, und dann kommt man raus und dann ist man erstmal geblendet, ist man erstmal blind. Alter, wie groß ist denn das hier? Ist es ein Wirtshaus? Pünktlich wie immer. Und? Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Das ist total schön. Wenn man sich diese wunderbar sauberen Hände anguckt, will man hier unbedingt essen und trinken. Dinge. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Sehr gut. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Mana! Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Okay. Ich bin dann mal weg. Ich mache an der Stelle nämlich jetzt Schluss. Ja, das war jetzt unser dritter Ausflug. Blub, das muss ich natürlich auch dementsprechend festhalten. Und ja, ich komme langsam an. Ich brauche eine Weile. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen das nächste Mal hier weiter. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.